Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, Speedrun Birthday, 10 Sekunden auf Platz 1, hat einen Abschlussrate von 7,65%. Ich bin gespannt, wir lassen uns überraschen. Luigi ist am Start, immer noch. Auf geht's, 10 Sekunden, Speedrun. Hä? Okay, da hätte ich wahrscheinlich oben lang springen müssen. Oben lang. Hä? Da einmal nach unten, okay. Happy Birthday. Okay. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber eine coole Level-Idee. Aber ich habe an der einen Stelle auf jeden Fall Zeit verloren, denke ich mal. Ja, hätte ich vielleicht zweimal schwingen sollen und dann gleich das Power... Ja, ich denke mal da an der Stelle mit dem... Mit dem Powerblock, da habe ich Zeit definitiv verloren. Ja, und wenn ich nicht springe, dann klappt das auch nicht. Oh, das ist, ist fordernd, das Level. Jetzt komme ich hier nicht mal rüber und Luigi rutscht da ganz gediegen nach unten. Okay. Ich habe auch die Zeit am Anfang. Ah, boah, das ist... Da muss man schon richtig gut durchkommen. Da bleibe ich immer noch hängen, das ist schwierig. So. Ja, 0 Sekunden, das kriege ich nicht hin. Das, boah. War ich jetzt schon näher dran als vorher? Ich weiß es nicht. Da verliere ich echt Zeit, ey. Ah, ich bin wieder bei... Ah, ich bin wieder bei 0 Sekunden. Ah. Ich komme der Sache natürlich immer schon ein bisschen näher. Ich bin noch nicht so richtig, wie ich das mit dem Powerblock da mache. Da verliere ich definitiv Zeit, aber da habe ich noch nicht so richtig... Habe ich noch nicht so richtig. Entweder springe ich zu zeitig oder zu spät. Da habe ich jetzt total vergessen zu drehen. Also ich muss auf jeden Fall zweimal spinnen, damit ich da durchkomme. Und wenn ich gar... Oh mein Gott, also wie gesagt, das ist auf Platz 1, ne? Das ist auf Platz 1. Okay. Okay, okay. Unten dran hüpfen und nicht oben drüber. Alles klar. Ich muss unten dran springen. Aber das kriege ich nicht hin. Ich habe es jetzt immer geschafft, aber da komme ich ja nicht durch. Also sind sehr viele schon gestorben dort. Brauche ich nicht probieren. Ah, ich wollte mal gucken, ob ich da mit einem Drehsprung vielleicht durchkomme. Aber wahrscheinlich zu zeitig gespinnt. Tja, muss ich das spinnen? Wie mache ich das? Also oben drüber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ah!
Also definitiv schneller gewesen bin ich an der Stelle, aber ich habe dann an der anderen Stelle verkackt, ne? Ganz knapp vorm Ziel, ganz knapp vorm Ziel. Oh mein Gott, werden wir den ganzen Part halt nur mit dem Level brauchen hier? Zu zeitig in den Spin gemacht. Zu spät, zu spät. Da muss man ganz genau das Timing wissen. Na, man muss auch rechtzeitig springen können. Oh mein Gott, ist das. Das war wieder definitiv zu zeitig. Boah. Und dann komme ich, also mit einem normalen Sprung komme ich nicht durch. Ich muss wahrscheinlich einen Spin-Jump, also so einen Spin-Jump machen, ne? Ich wollte einen Spin-Jump machen, das war jetzt diesmal alles sehr gut. Da komme ich auch nicht durch. Warum komme ich da auch nicht mit dem Spin-Jump durch? Ah, es könnte vielleicht sogar gereicht haben diesmal. Ich weiß es nicht. Es hat gereicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also wir haben etliche Versuche gebraucht. Ist wirklich sehr knapp bemessen. Aber gut gemacht. Ein richtiges gutes Level. Und da war jemand noch ein paar Tausendstel schneller. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich denke mal, mit dem P-Block, da kann man sehr viel gut machen. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn? Moisty Myro Platforming. 5,91% Abschlussrate. Es hat weniger als jetzt dieses Speedrun-Level. Komischerweise. Ich hätte jetzt gedacht, das Platforming-Level. Wir schauen mal. Okay. Aber wir haben immer noch eine Möglichkeit, uns hier mal ein bisschen auszuruhen. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Checkpoint haben wir. Das ist eigentlich relativ. Relativ simpel, muss ich sagen. Die 50er Münze lasse ich jetzt mal. Checkpoint aktiviere ich. Da muss man schnell sein. Also es geht auf definitiv nach oben. So. Ich weiß gar nicht, ob diese komische Suppe da steigt. So. Da haben wir noch ein bisschen Luft und da kommen wir dann rein. Sehr schön. Drei Leben gibt's. Warum hätte ich da nach links gesollt? Keine Ahnung. Aber ein wunderschönes Platforming-Level. Welches man, wenn ich das richtig sehe, in 38 Sekunden abschließen kann. Egal, da haben wir noch einen Speedrun. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Machen wir vielleicht zum Schluss nochmal. Hurry up. Rocky Road. Cooperlings Gimmick Battle. Drill Thrill. Das sieht aus wie ein Speedrun. Parkour Plans. Okay, was haben wir denn für eine Abschlussrate? 7,7%. Also wir befinden uns bei den Level Abschlussraten diesmal im unterzehnigen Bereich. Also alles, was unter 10 ist, so, ne?
Da hat was nicht geklappt. Da hatte definitiv irgendwas nicht geklappt. Und vor allen Dingen ist noch Autoscrolling. Es ist noch Autoscrolling. Was ist das für eine Hitbox? Was ist das bitteschön für eine Hitbox hier? Das hat wieder nicht geklappt hier. Warum klappt das manchmal nicht? Ich mag das nicht bei so einer Level, die nicht klappen. Jetzt hat sie geklappt und jetzt habe ich verkackt an diesem ganzen Ding da. Na, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Lecco mio, ey. Das ist ja... Warum komme ich da nicht rein? Okay, okay. Ist sogar ein Musiklevel. Boah, das war knapp. Also ich habe echt gedacht, ich erwische diesen Greifhaken da nicht mehr, weil ich die Plattform nicht kriege. Aber 30 Sekunden, 28 Sekunden Weltrekord ist okay für so ein Level. Da können wir mitmachen. Sunset Island 3-2. 40%ige Abschlussrate. Jetzt gehen wir gleich von unter 10 auf 40%. Ich denke mal, das gehört zu einer Superwelt. Und wir schauen mal. Froschanzug? Nee. Okay, sehr schön. Wir haben einen Schlüssel. Kann ich da rein? Da gibt es die 10er-Münze nach oben, oder? Naja, gut. Okay. Wir bekommen eine Feuerblume. Die nehmen wir alle mit. Da unten wäre sogar eine Röhre, da komme ich nicht ran. Checkpoint. Noch eine Feuerblume, die ich nicht brauche. Ah, okay. Da hat es uns nochmal erwischt am Ende. Aber ganz solider Level, würde ich sagen. Ganz solider Level. Und hier ist jemand in 20 Sekunden durchgeflitzt. Ja, der hat wahrscheinlich nichts eingesammelt. Ich habe mir, wie gesagt, den Schlüssel geholt, habe mir das angeschaut. Hier haben wir einen Speedrun. Speedrun Mario the Photographer. Autolevel 2-3 Arabic Wilds. Okay, das könnte, wie gesagt, auch wieder zu einer Superwelt gehören. Frozen Skies, Kaizo Light. Desert Ruins. Ja, ich denke mal, das sind alles Welten einer Superwelt. Makers Platforming Contest. 93% Abschlussrate. THX für 5000. MPC. Egal, ob es ein Dankeslevel war oder nicht, sowas gehört hier nicht rein. Das muss weg. Das muss weg, sowas. Hier kam es ja, Hoppers. Jünger Jungle Dogs. Okay, kurz und knackig. Zwei Checkpoints, 2,75% Abschlussrate nur. Ja, ich denke mal, das werden wir abbrechen, das Level.
Okay, der Anfang sieht noch gar nicht so kompliziert aus. Warum bin ich da jetzt nicht hochgekommen? Warum bitteschön bin ich da jetzt nicht hochgekommen und ich weiß so gar nicht, wie es dann da weitergeht? Ah, ich weiß, wo die 2%ige Abschlussrate herkommt. Und jetzt? Will ich da jetzt irgendwie... Hätte ich auf dem Cooper drauf gemusst oder so? Oder vielleicht auf den... Vielleicht erst auf den Goomba und dann... Okay. Hab's verstanden. Ja, vielleicht bist... Also es gibt zwei Checkpoints. Also bis zum ersten Checkpoint würde ich auf jeden Fall gerne kommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Okay, da muss ich einen großen Sprung drauf machen, aber wir haben den ersten Checkpoint schon. Und dann geht es da drüben weiter und dann muss ich auch noch da oben dieses Dings erwischen. Okay. Auf dieser kleinen Plattform, da muss ich stehen bleiben. Wahnsinn. Und dann hätte ich auf den drauf gemusst. Okay. Echt schwierig, ey. Okay, und jetzt? Ah! Okay. Geh mal schnell da rein, du. Boah. Ey, das ist echt krass hier, aber die Mechanik funktioniert. Die Mechanik funktioniert, das ist die Hauptsache. Da hätte ich diesen On-Block treffen müssen und dann hätte ich nochmal drauf, dass ich darüber kann. Okay. Ich springe aber auch nicht so hoch, weil das viel im Wasser ist. Hm. Okay, man kann auch neben diese Shell da springen. Wollten wir auch mal ausprobieren, ne? Ich komme mit dem ersten Sprung nicht bis da hoch. Ich verstehe nicht, warum. Warum komme ich nicht bis da hoch? Ich komme nicht bis an den On-Block.
Ich muss den Onblock aber erwischen, sonst komme ich da nicht weiter. Ich komme da nicht ran. Okay, jetzt bin ich rangekommen. Jetzt habe ich aber oben den Fragezeichenblock verpasst, weil ich mich halt so beeilt habe. Jetzt hat alles so weit hingehauen, jetzt hätte ich nur noch darüber gemusst. Mann! Aber die Checkpoints sind echt fair gesetzt, muss ich sagen. Die Checkpoints sind echt, echt fair gesetzt. Also immer schön nach diesen schweren Passagen hat man den Checkpoint. Hä, ich bin doch da oben an das... Also manchmal verstehe ich das nicht, warum, weshalb, wieso das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hä? Ich habe doch diesen Fragezeichenblock berührt, oder? Nein! Da muss ich auch noch schnell sein und in die Clownskutsche, damit ich nach oben fliegen kann. Großartig! Sobald ich den Fragezeichenblock nicht berühre da oben, brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen, weil dann habe ich ja nicht mehr die Chance, da nach oben zu kommen. Aber ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es. Ich springe doch da dran oder sammle ich nur die Münze ein? Sammle ich nur die Münze ein und es reicht nicht, den Block zu berühren? Schwierig. Okay. Gut, da sind wir gestorben, da wo wir eigentlich vielleicht nicht sterben wollten. Ja, jetzt wird man, wenn man das Level so oft spielt, wird man ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Und dann klappt am Endeffekt gar nichts mehr, was richtig mies ist eigentlich. Prost. Jetzt habe ich Power getankt. Jetzt kann es losgehen. Sagte er und sprang sofort in die Kettensäge da. Gibt's nicht. Ich habe echt gleich gar keine Lust mehr, so richtig dieses Level zu spielen, obwohl ich schon so weit bin, denke ich mal. Das wird der letzte Abschnitt sein, das ist der zweite Checkpoint. Leckt mich doch, warum muss man das alles so hoch platzieren? Das kann man doch ein bisschen einen Block weiter runtersetzen. Einmal habe ich bis jetzt geschafft. Einmal. Ein einziges Mal. Oh.
Erst drehe ich den On-Off-Schalter gar nicht und dann berühre ich ihn gleich zweimal. Es macht... Ach ja, ich möchte, dass der Ehrgeiz ist, da das Level zu schaffen, ne? Und dann sowas, dann springt Mario... Da fehlt dann ein Müh, damit er diesen Block trifft da. Kann da nicht so schwierig sein, ey. Ich muss mich halt auch beeilen, weil diese Viecher da unten, die... Die sinken ja am Wasser ein und dann komme ich nicht mehr... Dann komme ich nicht mehr an den On-Schalter daran. Irgendwas passt da nicht mehr so richtig jetzt hier. Ich war drinnen in dieser verdammten Clownskutsche. Ich hätte nur nach oben gemusst und wahrscheinlich gibt es da die Leben dann und dann sind wir auch durch. Dann sind wir wahrscheinlich auch durch, weil ich habe dort oben Pilze gesehen. Also Leben. Ah, ich darf nicht nach rechts gehen, ich muss links bleiben, damit ich auf diesen Panzer falle. Dieser Fragezeichenblock dort oben kotzt mich eigentlich am meisten an, dass der so blöd platziert ist. Ach Leute, ihr seht mich gerade echt ein bisschen so am Verzweifeln mit... Soll ich abbrechen? Soll ich nicht abbrechen? Ach, den hätte man doch ein bisschen runtersetzen können, echt. Ah, ich bringe mal an dieses... Ich springe nicht an den Block, das ist das Problem. Ich springe an diesen Pfeil da nach unten. Schaffen wir es noch? Schaffen wir es nicht mehr? Oh, jetzt hätte doch nur einen hohen Sprung machen müssen. Nur einen hohen Sprung nach rechts da auf diese blauen Blöcke. Nein, 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 willst du mich verarschen? Da war noch nicht Schluss. Also das Level hat Spaß gemacht. Ich werde es aber nicht beenden. Das würde sich viel zu lange hinziehen. Ach, wir machen noch, komm, gib mir noch ein schönes Platforming-Level oder also ein Kaizo-Level nicht. Wilding Woods, okay, 4-3. Hat eine Abschlussrate von 16%, sollte für uns möglich sein. Und ich denke, beim nächsten Part darf dann auch wieder Toadette ran oder der kleine Tod Mama sehen. So, auf jeden Fall gibt es hier schon mal Pilze, das ist schon mal sehr gut. Manchas gibt es hier auch. So, für den Schlüssel, da gibt es wahrscheinlich eine 10er-Münze wieder. Aber ich bin klein, was nicht so cool ist. Wenn ich Glück habe, gibt es hier einen Pilz. Sehr schön. Ach, Mann. Okay, Mittelflagge erreicht. Ich habe gedacht, da oben kommt irgendein Vieh raus. Aber war nicht so. Aber wie gesagt, Mittelflagge erreicht. Pilzchen gibt es auch. Sehr schön.
Da kommen Viecher raus, alles klar. Wollte ich nur mal testen, ob das so ist, ne? Okay, du triffst mich dann nicht. Okay, Feuerblume nützt mir ja in dem Sinn jetzt nichts, nur für die Viecher ja nicht wirklich da, ne? Und da ist das Ziel. Dum dum. Schönes Level zum Abschluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt für das Level auch noch einen Daumen nach oben da lassen, beziehungsweise ein Herz. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise nächsten Sonntag. Ich wünsche euch schöne Pfingsten, schönen Pfingstmontag. Macht's gut, euer Basti. Ciao, ciao.